Vielleicht. Okay, hallo. Ich grüße euch alle hier zum Track. Und mal darf ich den Armin Retterath vorstellen. Der sagt uns jetzt was, oder erklärt uns jetzt ein bisschen die Unterschiede zwischen DeFi und Open Data und was es da für Gemeinsamkeiten gibt und zeigt uns ein bisschen was, wie man das auch umsetzen kann. Ja, ich höre. Morgen zusammen. Ja, das Thema des Vortrags ist heute mal Open Data und Freier und wie kriegen wir diese beiden Sachen zusammen, können wir die zusammenbekommen? Welche Ansätze gibt es da? Und anfangen möchte ich erstmal mit der Historie. Erstmal einen kurzen Einblick in die historische Entwicklung von Open Data und in Freier, woher kommt der ganze Kram? Wie ist der Status momentan? Worüber wird aktuell diskutiert? Welche Probleme tauchen auf, wenn ich jetzt Open Data mit Inspire in Verbindung bringen will, beziehungsweise Daten miteinander austauschen will? Ich möchte kurz auf die Informationsmodelle eingehen. Wir haben da unterschiedliche Informationsmodelle im Bereich Open Data und Inspire, historisch gewachsen. Und möchte dann auch nochmal konkret vorstellen, wie wir in Rheinland-Pfalz uns vorstellen oder auch demnächst konkret Daten aus Geoportalen in Open Data Portale oder Transparenzportale überführen wollen werden. Genau, anhand eines praktischen Beispiels und das war's dann auch. Kurz zur Historie. Angefangen haben viele Dinge im Umweltbereich. Wir hatten zwischen 1991 und 1995 eine Entwicklung gehabt in den Umweltverwaltungen der Länder, des Bundes, quasi in den German Environmental Information Network. Man hat sich die Gedanken gemacht, wie können wir Informationen zur Umwelt austauschen. Man hat sich Konzepte überlegt, quasi Metadatenmodelle überlegt und ein System, das nennt sich, oder hieß damals IDK aufgebaut, Umweltdatenkatalog Deutschland, ist jetzt auch schon historisch in dem Sinne, aber das waren eigentlich so die Anfänge in dem Bereich im Austausch von Metadaten. 2003 gab es eine Umweltinformationsrichtlinie, die dann quasi die Länder und auch den Bund dazu gezwungen hat, das System oder die Richtlinie umzusetzen und dann auch Systeme zu implementieren, die die Öffentlichkeit über Informationen zur Umwelt informieren. Alles das hat aufgesetzt eben auch auf Metadaten, beziehungsweise Metadatenaustausch. 2003 gab es die erste PSI-Richtlinie für den Public Sector Information, also wie sollen mit Informationen umgegangen werden, die quasi von der öffentlichen Verwaltung vorgehalten werden. Inwiefern können wir es schaffen? Die Idee war eigentlich quasi dem amerikanischen Markt etwas entgegenzusetzen und auch eine gewisse Art eines Informationsfreiheit hier aufzubauen in Europa. 2004 gab es dann den Startschuss für den Aufbau der Geodateninfrastruktur Deutschland, unabhängig jetzt von den Dingen, die wir jetzt bisher da besprochen hatten. Geodateninfrastruktur Deutschland war eigentlich mehr so eine Initiative der Vermessungsverwaltungen der Länder 2004, die man dann politisch verankern konnte in einem Beschluss der Staatssekretäre für E-Government und hat sich dann im Endeffekt ein Mandat verschafft, um eine Geodateninfrastruktur in Deutschland zu initiieren. Ja, stopp, so. Genau. 2007, jetzt vielleicht mal eine kurze Frage, wer beschäftigt sich mit Inspire oder muss sich mit Inspire beschäftigen hier? Das ist niemand. Wer will sich mit Inspire beschäftigen? Keiner. genau. 2007 haben wir diese Inspire-Richtlinie bekommen. Das war damals also initial weltweit der erste Ansatz gewesen, wie man eine verteilte Infrastruktur auf Basis auch von Metadaten, Geometadaten aufsetzen kann. Zu einem Zeitpunkt, als man noch gar keine Standards hatte, um sowas aufzusetzen. Also die Richtlinie ist vor den Standards da gewesen und die Standards mussten erst entwickelt werden, um sowas zu implementieren. Aber ist eben auch einer der Meilensteine, die jetzt zugrunde liegen. 2010, jetzt kommen wir in den Bereich Open Data rein, gab es mal so einen nationalen IT-Gipfel, das ist ein typisches politisches Treffen, Kaffeekränzchen dann, wo man sich dann dazu entschieden hat, auch im Bereich Open Data etwas nach vorne zu bringen in Deutschland. Und man hat entschieden, wir wollen eine Bund-Länder-Plattform schaffen, wo im Endeffekt alle frei zugänglichen Daten eingestellt werden sollen. Das war damals der politische Beschluss, genau, um GovData zu initiieren. Hamburg hat 2012 sein erstes Transparenzgesetz
verabschiedet auf Initiative der Piratenpartei, die gab es damals noch. Genau, die hatten im Endeffekt gesagt, okay, wir wollen im Bereich Open Data ein bisschen was nach vorne bringen und wir wollen auch mehr Transparenz in die Politik hineinbringen und haben dieses Transparenzgesetz initiiert. 2012. Das war eigentlich so der Abriss. 2013 gab es dann die erste Freischaltung von GovData. Wer kennt GovData oder hat das schon mal gesehen? Das ist dieses Bund-Länder oder diese Bundesplattform, die vom Bund quasi betrieben wird, wo quasi der IT-Planungsrat, dieses politische Gremium im Bund, versucht quasi alle Open-Data-Daten von Bund, Länder und Kommunen zu aggregieren und dann der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das ist 2013 als Prototyp freigeschaltet worden. Und 2013 im März auf der CeBIT hatten wir auch in Rheinland-Pfalz dann so was Ähnliches gemacht. Wir hatten eben auch ein Open-Data-Portal initiiert und auch freigeschaltet. Auch rein politischer Aktionismus gewesen. Oktober 2014 gab es das Transparenzportal in Hamburg. Das Gesetz ist 2012 erlassen worden. 2014 hat Hamburg sein Transparenzportal freigeschaltet. Ein Portal, das im Gegensatz zu Open-Data halt über diese Daten selber hinaus geht und auch Dokumente quasi publiziert, da werden auch politische Beschlüsse und so weiter halt eingestellt, beziehungsweise Verträge und so ein Kram. Also im Endeffekt eigentlich ein umfassenderes System, das umfassendste System. Wir haben eben gesehen, wir haben Inspire, bezieht sich hauptsächlich auf Geodaten, den Austausch von Geodaten. Wir haben Open Data, das bezieht sich auf den Austausch von frei zugänglichen Informationsquellen der öffentlichen Verwaltung in den meisten Fällen. Und Hamburg jetzt erstmalig quasi ein Portal, was quasi alle Informationen der öffentlichen Hand, sei es jetzt Geodaten oder seien es Daten allgemein, eben auch Dokumente publiziert und den Bürger halt auf einfache Weise zugänglich machen soll. Das ist jetzt auch schon 3 Jahre her, wird auch heute nochmal vorgestellt auf der CeBIT. 2016, genau. Wir haben 2016, also letztes Jahr, das erste oder die Freischaltung des europäischen Datenportals gehabt. Wer kennt das europäische Open Data Portal? Einer, zwei. Okay, ist überschaubar, genau. Europa, Zusammenschluss verschiedener Nationalstaaten, hat eben auch die Anforderung gehabt, Open Data nach vorne zu bringen. Wir haben die PSI-Richtlinie und man wollte ein System schaffen, was im Endeffekt die Open Data Komfort oder freien Daten in Europa quasi in einem Portal bündelt. Und dazu hatten die letztes Jahr quasi ein Open Data Portal freigeschaltet. Kann man sich mal anschauen. Das aggregiert im Endeffekt derzeit alle als Open Data und geografische Daten klassifizierten Datensätze. Das ist im Endeffekt ein System, was über Harvesting-Verfahren verschiedene andere Datenportale abfragt und in regelmäßigen, unregelmäßigen Zyklen dann zentral eine Recherche zur Verfügung stellt. Status quo. Also wir haben momentan eine unüberschaubare Zahl von Portalen in Deutschland, in den Kommunen, in den Ländern. Auf Bundesebene, der kennt man vielleicht jetzt von hinten nicht, hier ist GovData, wir haben das Rheinland-Pfälzische Open Data Portal, hier haben wir Geoportal Deutschland, dann haben wir hier das Transparenzportal von Hamburg, haben hier nochmal, Portal U, wer kennt noch Portal U? Ich habe eben angefangen, 1991 bis 1996, eine Forschungs- und Entwicklungssache gewesen, Umweltdatenkatalog, daraus entstanden ist dann irgendwann Anfang 2000, Mitte 2000 Portal U, auch eine Rechercheplattform mit einem Informationsmodell hinterlegt für umweltrelevante Daten. Ja. Frage ist nur, wer behält an der Stelle überhaupt den Überblick? Wir haben also hier verschiedene Arten von Systemen, die davon leben, dass Daten ausgetauscht werden. Dass Daten, also Metadaten ausgetauscht werden und die dann im Endeffekt miteinander geharvestet, verschoben, aggregiert werden, wie auch immer, mit unterschiedlichsten Informationsmodellen. Und da haben wir eigentlich auch das Problem. Die Daten, also gehe ich gerne nochmal auf Inspire selber ein, auch wenn Inspire eben ein bisschen ausgelacht worden ist. Das einzige System, was wir derzeit weltweit haben, wo Metadaten gesetzlich vorgegeben definiert werden, wo die Schnittstellen vorgegeben sind, ist eigentlich Inspire. Wir haben also weltweit keine einzige rechtliche Grundlage, um verwaltungsseitig Metadaten in sauberen, wohldefinierten Austauschformaten und Schnittstellen auszutauschen, außer Inspire. Das ist also doch mal eine Sache, die man mal festhalten sollte. Wir haben durch Inspire im Endeffekt 2 Durchführungsverordnungen. Wer hat sich damit schon mal mit auseinandergesetzt, mit der rechtlichen Grundlage? Auch wenige.
Genau, wir haben eine Durchführungsverordnung zu Metadaten, die definiert, welche Arten, welche Attribute zu Metadaten zu erfassen sind, verpflichtend erfasst werden müssen zu den Geodaten, die für Inspire bereitgestellt werden müssen. Und wir haben eine Verordnung, die definiert, wie diese Daten ausgetauscht werden, die im Endeffekt die Schnittstelle definiert. Das heißt, das ist die einzige Rechtsgrundlage für den Betrieb dieser ganzen Systeme, die wir eben gesehen haben. Und die bezieht sich halt auch leider nur auf Geodaten. Das ist ein kleines Problem. Genau. Wir haben aber seit 2014, und jetzt gehe ich in den Bereich Open Data, der ist eigentlich auch schon seit mehreren Jahren politisch immer in der Diskussion gewesen. Wir haben gesehen, Hamburg hat ein Transparenzportal und viele Länder haben auch Open Data Portale. Und die Initiative damals, die ersten Portale, die aufgebaut worden sind, basieren auf Open Source Software, auf CCAN. Wer kennt CCAN hier? Das ist ein Projekt von der Open Knowledge Foundation gewesen, um quasi diese Open Data Initiativen auch ein bisschen zu befördern. Also den Nutzern auch eine Software zur Verfügung zu stellen, um Daten auszutauschen. Und auf dieser Basis basieren eigentlich fast alle Open Data Portale weltweit. Die basieren alle auf der gleichen Software. Diese Software hat ein eigenes Informationsmodell und dieses Informationsmodell ist darauf optimiert, datenfreie Daten zu publizieren, beziehungsweise Nutzer in relativ einfacher Art und Weise den Zugang zu frei verfügbaren Daten zu ermöglichen. Diese Software ist natürlich ein Open-Source-Projekt und hat auch keine standardisierte Schnittstelle oder was auch immer gehabt. Und das hat dazu geführt, dass wir 2014 auf Initiative auch der EU im W3C eine Empfehlung erarbeiten haben lassen, die das Datenmodell von CCAN quasi standardisiert hat im W3C. Das heißt, das CCAN-Datenmodell wurde genommen, es hat sich bewährt im Betrieb von Open Data Portalen und hat dann versucht, quasi dieses Datenmodell rudimentär abzubilden und zu standardisieren. Hat das schon mal jemand gesehen oder schon mal gehört? Keiner? Genau, also es gibt eine W3C-Empfehlung, die standardisiert quasi den Austausch von Metadaten für allgemeine frei zugängliche Informationen oder Daten. Und diese Norm heißt, oder beziehungsweise dieser Standard heißt DCAT. Ja. So, keiner gesehen, ist natürlich jetzt verwunderlich. Genau, in Deutschland wird momentan auf Basis dieses DCATs, Europa hat das vor 2 Jahren auch weiterentwickelt. Es gibt einen europäischen Standard, der auch verabschiedet worden ist im ISA-Projekt. Das heißt DCAT AP, das ist ein Anwendungsprofil für DCAT, was vorgibt, wie in Europa quasi freie Verwaltungsdaten auszutauschen sind. Das basiert auf dem Informationsmodell, das ich eben gerade vorgestellt hatte, oder beziehungsweise dieses Schema, was wir gerade gesehen haben. Und Europa hat DCAT AP publiziert vor 2 Jahren. Und auf der Basis sollen Daten in Europa halt ausgetauscht werden. Und Deutschland hat eben jetzt auch letztes Jahr eine Initiative gestartet, um einen einheitlichen Metadatenstandard zu entwickeln, um Verwaltungsdaten austauschen zu können. Und dieser Metadatenstandard wird jetzt im Laufe des Jahres, Anfang diesen Jahres jetzt, versucht zu entwickeln. Auch der basiert auf diesem DCAT-Datenmodell, also auf einer W3C-Empfehlung. Ist relativ frisch. Nächste Woche ist der erste Workshop dazu, wo sich dann die E-Government-Verantwortlichen bzw. die Verantwortlichen für die Open-Data-Portale von Bund und Ländern zusammensetzen und versuchen auf Basis von diesem DCAT-Standard quasi ein einheitliches Metadatenschema für Deutschland zu verabschieden. Wichtig ist jetzt, dass dieses Schema hoffentlich auch mit diesem Inspire-Datenmodell, Metadatenmodell auch übereinstimmt. Das ist jetzt eine Sache, da müssen wir halt drauf hinwirken, dass das passiert. Genau, das habe ich eben schon mal kurz angesprochen. Mehr als 90% aller Datenportale, Open-Data-Portale weltweit basieren auf CCAN. CCAN ist halt eine Open-Source-Software, die sich über GitHub runterladen kann, installieren kann. Basiert auf Postgres, ist ein Python-Framework und das sind jetzt ein paar Beispiele, die man auf der CCAN-Seite sich da anschauen kann. Das Datenportal Großbritanniens basiert komplett auf CCAN, Australien, Schweden, Norwegen. Deutschland basiert auch auf CCAN, GovData im Endeffekt im Hintergrund steckt also überall die gleiche Software. Ist vielleicht wichtig nochmal festzuhalten.
Und weil wir ja auf der Foskis sind und wir uns über Geodaten unterhalten, das griechische Geoportal basiert auch komplett auf CPAN. Die Vereinigten Staaten von Amerika, Swamp Area, basiert auch auf CPAN, das Geoportal der Vereinigten Staaten. Die hatten früher mal ein eigenes System aufgesetzt gehabt und haben dann irgendwann die Hoffnung aufgegeben, das soweit zum Laufen zu kriegen und haben im Endeffekt gesagt, okay, wir reduzieren unser Informationsmodell auf das Minimum und 5 Minutes oder so, das ist nicht. Genau, und setzen auf CPAN auf. Gut. CPAN selber, also hat verschiedene Schnittstellen. Ich kann Geometadaten in CPAN überführen, indem ich sie harvesten lasse von CPAN selber raus. Ich habe eine eigene Katalog-Interface in CPAN vorliegen. Das ist basiert auf PyCSV. Ist halt auch eine Postgres-Datenbank mit dem Mapping für ISO. Dann auf CSV-Basis. Es gibt eine JSON-API, über die ich CPAN fortführen kann. Und ich kann aber auch, das ist von Schweden finanziert worden, dieses neue Metadatenprofil, was auch von der Europäischen Union standardisiert worden ist, also DCAT selber, harvesten lassen in CPAN. Und ich kann das auch als DCAT Endpoint verwenden. Also ich habe verschiedene Möglichkeiten, wie ich so ein Open Data Portal, was auf CPAN basiert, mit Daten, Metadaten befüllen kann. Probleme, die auftauchen, dass wir unglaublich viele Wege haben derzeit, diese Systeme zu füllen, zu pflegen. Und da gibt es halt keine standardisierte Vorgehensweise. Es werden verschiedene Mapping-Verfahren verwendet und eingesetzt. Es gibt vom Bund im geoportal.de ein Mapping, wo die Daten aus dem Geodatenkatalog zum Beispiel in GovData überführt werden. Es gibt aber auch Wege, die in verschiedenen anderen Bundesländern über andere Verfahren funktionieren. Und das führt dazu, dass wir halt relativ ein hohes Risiko haben, Dubletten auch in den Systemen zu haben. Die Qualität der Geometadaten ist unzureichend und die Zuverlässigkeit, wenn man in GovData reingeht und schaut sich diese Daten an, die ist nicht vorhanden. Ja? Wir haben da irgendwelche Metadaten, die aggregiert werden und die publiziert werden und der Politik geht es eigentlich nur darum, die Zahl der Metadaten zu erhöhen, um zu zeigen, dass wir im Bereich Open Data was getan haben. Das ist ein kleines Problem. Genau, jetzt kommen wir zu den Informationsmodellen. Da springe ich kurz drüber hinweg, weil das schon sehr technisch ist, beziehungsweise zu lange dauern würde, das zu erklären. Wir haben ganz unterschiedliche Ansätze in CPAN, DCAT, beziehungsweise bei Inspire und ISO. Die müssten ineinander überführt werden. Jetzt gehe ich ganz kurz auf die Ausgangslage in Rheinland-Pfalz ein. Wir haben seit 2012, weil wir 2013 das Open Data Portal Rheinland-Pfalz publiziert haben, eine Möglichkeit geschaffen aus dem Geoportal Rheinland-Pfalz, da hatte ich auch 2013 mal einen Vortrag drüber gehalten, über die CPAN API in Open Data Portale zu überführen. Und das Mapping selber wird von uns durchgeführt im Geoportal. Und derzeit stehen momentan 4300 Datensätze zur Verfügung, die auch in GovData auffindbar sind. Damit ist Rheinland-Pfalz momentan der zweitgrößte Datenanbieter. Der Hauptdatenanbieter ist das Transparenzportal Hamburg, was geharvestet wird von GovData. Und wir sind damit der zweitgrößte Datenanbieter. So, neue Rahmenbedingungen 2016. Was hat sich geändert? Wir mussten unser System auf eine neue Softwarebasis stellen. Das CPAN-Datenmodell hat ein neues Organisationsmodell bekommen, beziehungsweise es wurden neue Entities eingeführt und die derzeit Organisationsstrukturen abbilden. Und es gibt auch viele Plugins, die in den letzten Jahren entwickelt worden sind, weil das halt sehr weit verbreitet ist weltweit. Und von diesen Plugins setzen wir momentan eben auf eine Extension, die die Konformität zu diesem DCAT realisiert und dann eben auch eine weitere Extension, über die ich eigentlich hier referieren wollte. Die heißt CPAN Extreming und diese CPAN Extreming ist von Kanada entwickelt worden. Das ermöglicht eine CPAN-Installation mit beliebig vielen verschiedenen Datenmodellen quasi zu füttern, zu hinterlegen. Ich kann verschiedene JSON-Konfigurationsdateien hinterlegen und dementsprechend verschiedene Objektarten aus der Sicht von Geodateninfrastrukturen quasi in einer einzelnen CPAN-Instanz publizieren. Eine Minute, okay. Genau, wir hatten 2016 auch in Rheinland-Pfalz ein Transparenzgesetz bekommen, was quasi die Politik jetzt derzeit ein bisschen in Zugzwang bringt und dazu führt, dass wir sich in der Verwaltung Gedanken machen muss, sowas ähnliches wie in Hamburg auch aufzubauen, eben ein Transparenzportal. Und um das umzusetzen, hatten wir uns ein paar Gedanken gemacht.
Aber ich glaube, die Zeit ist ein bisschen knapp jetzt. Ich gehe ganz kurz drüber hinweg. Wir haben im rheinland-pfälzischen Geoportal eine Struktur, in der wir alle Organisationseinheiten, die wir verwalten, als Gruppen vorhalten. Und dementsprechend mit der neuen Erweiterung des Datenmodells von CCAN ist das halt möglich oder wird es möglich für uns, eine komplette Synchronisierung des Systems. Noch schneller. Ja. Okay, alles klar, die Zeit ist vorbei. Ja, ich hätte ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Aber deswegen, wir haben jetzt Zeit für Fragen. Vielleicht kann ich im Bereich der Fragen noch ein bisschen ein paar Dinge klären. Ja. Nein. Bring doch mal ein. Ja, wir können vielleicht auch so sprechen. Hallo? Nochmal. Hallo? Hörst du mich? Ja, vielleicht stellen wir die Frage einfach so, wenn Fragen sind. Ich wiederhole einfach nochmal die Frage. Ich wiederhole die Frage, ich versuche die Frage zu wiederholen. Also, gibt's Fragen? Ich bin nicht ganz durchgekommen. Keine. Ja. Dieses Gasdata-Portal, werden dort alle Mineralien von Geoportal reingeladen? Genau, das konnte ich leider nicht mehr zeigen, weil die Zeit zu knapp war. Ich wiederhole die Frage. Werden in Gasdata wirklich alle Metadaten aus dem Geoportal Deutschland geharvestet? Und nein, die werden natürlich nicht geharvestet, weil diese Open Data Portale im Unterschied zu den Geoportalen natürlich Filter sitzen haben, die im Endeffekt auf Lizenzen definiert sind. Das bedeutet, nur Daten, die wirklich unter freien Lizenzen publiziert werden, sollten in GAF Data vorhanden sein. Das ist eine politische Entscheidung gewesen. Und dazu haben wir auf Ebene von Geodaten, der Geodateninfrastruktur Deutschland uns ein Verfahren überlegt, wie wir in den Metadaten diese Lizenzen abbilden können. Und diejenigen, die die Lizenzen so abbilden, wie wir uns das vorgestellt haben, abgestimmt haben, die werden auch an GAF-Data übertragen. Das sind derzeit 930 mit Status von gestern. Datensätze, die aus dem Geoportal Deutschland, von den 150.000 Datensätzen werden 930 derzeit an GAF-Data übertragen. In unregelmäßigen Abständen. Hat sonst keiner so die Anforderung, irgendwo Open Data Portale aufzubauen und Daten, Geometerdaten in Open Data Portale zu überführen oder sowas? Keine. Ich habe noch eine Frage. Ja. Ich habe den Eindruck, dass diese Open Data Portale. Jetzt geht's an. Gegangen sind, dass die Open Data Portale momentan den anderen Weg gegangen sind, dass die irgendwelche Shape-Dateien, CSV-Dateien mit indirekten Geokoordinaten halt reingetragen haben, Kindertagesstätten oder sowas, aber nie dahinter den Sinn von einem Geodienst oder sonst was gesehen haben, sondern dass da einfach nur so platte Daten drin waren. Ja, wir sind hier auf der Froskis und wir unterhalten uns über Geodienste, Geodatendienste und was auch immer. Wen interessiert das in der Realität? Außer ein paar Planer oder die sich wirklich intensiv mit GIS-Systemen auseinandersetzen. Der normale Bürger, der eigentlich auch die Zielgruppe ist von GAF-Data oder sein soll, der versteht das nicht. Von daher ist klar, dass die Kollegen von GAF-Data sich mit der Problematik der Geodatendienste nicht besonders intensiv auseinandergesetzt haben und deswegen sind auch die Informationsmodelle der Systeme ziemlich unterschiedlich. Das heißt, man kann nicht ohne weiteres eine Geodateninfrastruktur komplett in GAF-Data mappen. Man kann sich da Mühe geben, man kann versuchen, das optimal, wie es geht, zu realisieren. Das hätte ich gerne noch vorgestellt, am praktischen Beispiel. Kann ich auch, wenn noch weitere Fragen sind, im Nachhinein machen. Aber ineinander zu überführen sind die Informationsmodelle nicht. Und Geodatendienste ist für
den Blickpunkt GovData bzw. Open Data Portale einfach nur eine Ressource. Ich beschreibe einen Datensatz, das ist eine Datenbank, eine Datentabelle oder eine Shape-Datei oder wie auch immer, eine CSV-Datei, gibt der dann eine eindeutige, wohldefinierte Lizenz, publiziere diese Informationsquelle und gibt dann verschiedene Links an, über die ich auf diese Informationsquelle zugreifen kann. Eine dieser Links kann eben ein Geodatendienst sein. So ist eigentlich die Sichtweise. Relativ stark reduziert, vielleicht auch der bessere Weg. Ist schwer zu sagen. So, dann bedanke ich mich bei dir, den Armin rettet.